und 25 Grad 18 Minuten Ost. Seit wir Dubrovnik verlassen haben, haben wir bereits 1092 Kilometer zurückgelegt, das sind 590 Seemeilen. Bis zu unserer Redeposition verbleiben noch knapp 8 Seemeilen, also knapp 15 Kilometer. Aktuell bewegen wir uns noch mit 15 Knoten voran, 28 Stundenkilometer und die Meerestiefe an dieser Stelle 150 Meter. Und kurze Zeit später sind wir in der Caldera von Santorini. Man sieht die vulkanischen Schichten der Steilwand hier. Und da oben die weißen Häuser. Geht der Zickzackweg nach oben in den Hauptort. Und jetzt nochmal der Blick aus unserer Kabine. Der Zickzackweg nach oben. Ja, die Esel und die Menschen gehen da oben. Links daneben geht die Seilbahn. Das ist an den Rand des Kraters hier angeklatscht. Eines der Santorini-Tenderboote. Da kommen gleich mehrere. Aus der Ferne. Den Vulkan, den aktiven Krater direkt unter Wasser. Das ist auch der Grund dafür, warum wir zwischen diesen zwei Inseln immer noch die berühmten heißen Quellen haben. 16.000 Menschen, die durchgehend hier auf der Insel leben. Und mit 16.000 Einwohnern kann ich Ihnen nicht sagen, dass wir Städte haben auf dieser Insel. Hier unterhalb des Gipfels des höchsten Berges der Insel, Santorini, von hier aus sieht man runter auf den Norden der Insel, da unten auch der Flughafen. Ja, hier oben ist natürlich auch Militärgebiet, aber hier seitlich ist doch mal ein kleiner Aussichtsplatz. Ne? Und hier noch ein weiterer Blick auf den flacheren Süden der Insel. Und es wird auch gearbeitet hier oben. Ja, und jetzt haben wir hier den ganzen Süden der Insel vor uns. Das höchste Dorf der Insel. Da oben. Eine der 60 Kirchen dieses Dorfes mit blauem Dach auf dem Turm. Hier aus der Blick nach unten, da ist die nächste Kirche mit blauer Kuppel. Und da liegt die Insel vor uns. Das heißt, zur Caldera können wir gar nicht runterkommen. Jetzt mal in den Schatten. Ein Teil der Gruppe von der MS Amadea.
immer weiter bergab jetzt. Aber hier runter.